Liebe Teilnehmer, heute wollen wir den zweiten Schleifentyp in Python kennenlernen, die While-Schleife. Die While-Schleife verwendet man, wenn man vorher nicht weiß, wie viele Wiederholungen man eigentlich machen muss in der Schleife. Als Beispiel möchte ich eine Aufgabe stellen, die schon der junge Karl Friedrich Gauss in der Schule bearbeiten musste, nämlich die Summe der ersten n-Zahlen zu bilden. Also die Summe von 1 und 2 ist 3, die Summe von 1 und 2 und 3 ist 6 und so weiter. Und Gauss hat sich damals eine Formel ausgedacht, weil das so aufwendig ist, das auszurechnen. Wenn wir ein Computerprogramm schreiben können, ist das gar nicht mehr aufwendig, das auszurechnen. Also man muss sich nicht mehr unbedingt eine Formel schreiben, man kann auch ein Programm schreiben. Und dieses Programm schreibe ich jetzt mit der While-Schleife. Also ich bilde die Summe der Zahlen, die fängt auch wieder bei 0 an. Und die aktuelle Zahl fängt bei 1 an, die erste Zahl, die ich dazu addieren will. Und dann schreibe ich zunächst mal eine While-Schleife, die alle Zahlen bis einschließlich 100 addieren soll. Also die Schleife soll eine Aktion immer wiederholt ausführen, so lange, bis die Zahl, die ich dazu addiere, 100 ist. Und ich bilde also Summe, ergibt sich aus Summe plus Zahl, das heißt also die Variable Summe wird wieder verändert und die Zahl wird um 1 erhöht. Und dann gucke ich mir das Ergebnis an und sehe, die Summe der ersten 100 Zahlen ist 5050. Jetzt könnt ihr einwenden, dass man dieses Programm ja problemlos mit der For-Schleife schreiben kann, weil man ja schon weiß, wie viele Zahlen das sind. Deshalb stelle ich eine andere Aufgabe, nämlich, wie viele Zahlen muss man eigentlich addieren, damit die Summe erstmalig 1000 überschreitet? Das heißt, die Bedingung dafür ist nicht, dass ich irgendeine gewisse Anzahl von Zahlen addiere, sondern ich will so lange Zahlen addieren, wie die Summe kleiner als 1000 ist. Und will dann am Ende wissen, bis zu welcher Zahl habe ich eigentlich addiert und welche Summe ist dann rausgekommen. Und ich schreibe also eine While-Schleife und schreibe als Bedingung auf Summe kleiner 1000. Und die Bedeutung von dieser While-Schleife ist, dass die Aktionen, die hier drinnen stehen in der While-Schleife, die beiden Zeilen, die eingerückt sind, immer wieder ausgeführt werden und nach jedem Schritt wird wieder geguckt, ob Summe kleiner als 1000 ist. Das passiert am Anfang auch schon. Schon bevor die While-Schleife überhaupt das erste Mal ausgeführt wird, wird überprüft, ob die Summe kleiner als 1000 ist. Am Anfang ist die Summe aber 0 und 0 ist kleiner als 1000, das heißt also, die Schleife fängt an. Und die Schleife wird dann wiederholt und immer wiederholt und nach jedem Schritt wird überprüft, ist die Summe immer noch kleiner als 1000 und irgendwann ist die Summe nicht mehr kleiner als 1000, die Schleife hört auf und die Printanweisung wird ausgeführt. Wenn wir dieses Programm ausführen, sehen wir, wir müssen bis zur Zahl 46 gehen und die Summe ist dann 1035. Wenn die Bedingung, die in der While-Schleife angegeben ist, immer wieder erfüllt ist, wird die Schleife immer wieder ausgeführt auch. Und in dem Beispiel eben war klar, irgendwann wird die Summe nicht mehr kleiner als 1000 sein und die Schleife hört auf. Wenn man sich verprogrammiert hat, oder vielleicht sogar absichtlich eine Bedingung aufschreibt, die immer erfüllt ist, dann wird die Schleife niemals beendet werden und die Aktion wird immer wieder endlos ausgeführt. Deshalb nennt man diese Schleife Endlosschleife. Und die einfachste Form, so eine Endlosschleife hinzuschreiben, ist als Bedingung einfach den Wert true zu verwenden. True ist Englisch und bedeutet wahr. Und wenn ich also schreibe while true, dann ist das eine Schleife, die ohne Ende ist. Leider können wir auf der OpenHPI-Plattform solche Schleifen nicht erlauben. Wenn ihr also
absichtlich oder versehentlich ein Programm schreibt, was eine Endlosschleife produziert, wird dieses Programm nach einer Zeit abgebrochen mit einem Fehler. Das Gegenteil von true ist false und false bedeutet falsch. Schleifen kann man kombinieren, indem man in einer Schleife eine weitere Schleife aufschreibt. Das nennt man verschachtelte Schleifen. Das will ich auch mal zunächst an einem Beispiel vorführen und das Beispiel danach dann erläutern. Ich schreibe also eine Schleife, diesmal eine Vorschleife. Die geht von 1 bis 10, also die benutzt diese Range-Funktion, um alle Zahlen von beginnend bei 1 bis kleiner als 11 zu verarbeiten. Das sind also die Zahlen von 1 bis 10. Dann habe ich eine zweite Vorschleife, die diesmal eine Variable b benutzt. Und hier ausdrückt, dass jedes Zeichen, was eingegeben wird, mit 3 Plätzen formatiert werden soll und dass am Ende einer der Printanweisung keine neue Zeile gemacht werden soll, sondern ein Leerzeichen ausgegeben werden soll. Und was ich also ausgebe, ist a plus b oder a mal b. Und ich sage, am Ende der Printanweisung, habt ihr bisher gesehen, wird immer eine neue Zeile ausgegeben. Wenn man sagt, das Ende soll aber ein Leerzeichen sein, wird danach ein Leerzeichen ausgegeben. Und dann füge ich hier noch eine zweite Printanweisung ein und führe das Programm aus. Und was ihr jetzt hier seht, ist das kleine 1x1. Also die Zeilen und die Spalten sind die A's und die B's. Und an den Kreuzungspunkten steht immer das Produkt der beiden Zahlen. Das ist also das kleine 1x1. Jetzt ist die Frage, wieso funktioniert dieses Programm? Wir haben hier eine Schleife, die von 1 bis 10 geht. Und für jeden Wert von 1 bis 10 werden diese drei Anweisungen ausgeführt. Das heißt also, für jeden Wert von A wird wiederum nochmal eine Schleife für B ausgeführt, die wiederum von 1 bis 10 geht. Und für jeden Wert von A und, das heißt, es werden der Reihe nach alle Kombinationen von A und B ausprobiert, so wie das ja beim kleinen n mal 1 auch sein muss. Und für jede Kombination von A und B geben wir jetzt das Produkt von A und B aus. Und damit sich diese schöne Tabellendarstellung ergibt, müssen wir sagen, dass jede Zahl in drei Spalten ausgegeben werden soll. Und weil die größte Zahl, die wir ausgeben, hat 3 Ziffern. Und dazwischen soll dann eben ein Leerzeichen ausgegeben werden. Diese Schleife hier, die B-Schleife, gibt eine Zeile, die ist das kleine n mal 1 aus. Also wenn A 1 ist, wird diese Zeile ausgegeben. Wenn A 2 ist, wird diese Zeile ausgegeben und so weiter. Und nach jeder Zeile soll natürlich dann zur nächsten Zeile gesprungen werden. Deshalb habe ich nach dieser Schleife hier noch eine Printanweisung, die also zur nächsten Zeile springt. Diese verschachtelten Schleifen muss man nicht unbedingt mit Vorschleifen machen, sondern man kann tatsächlich auch Weilschleifen verschachteln oder auch gemischt eine Vorschleife schreiben und in dieser eine Weilschleife oder umgekehrt. Mit diesen Anleitungen wünsche ich viel Spaß beim Bearbeiten der Hausaufgaben.